So, hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute mal ein ganz kurzes Video und zwar überprüfe ich jetzt gerade mal so ein paar Sachen an dem BMW 1er. Wir fahren jetzt in den Urlaub, das heißt, da muss jetzt mal so ein bisschen Öl geprüft werden, Wischwasser nachgefüllt werden und so Geschichten. Und ich zeige euch einmal heute, wo wir das Wischwasser nachfüllen. Und zwar müssen wir dafür einmal die Motorhaube öffnen. Das geht hier ganz einfach, an diesem Hebel zweimal ziehen und dann ist es schon offen. Und dann können wir hier direkt zur Motorhaube gehen und die dann einfach nur hochziehen. Und dann ist das Ding schon offen. Und normalerweise sucht man jetzt nach einem blauen Deckel. Bei den meisten Fahrzeugen ist ja irgendwo ein blauer Deckel, da steht dann drauf Wischwasser und sowas. Haben wir ja in dem Fall hier nicht. Also wenn man jetzt so guckt, denkt man sich erstmal, ja blöd, ne? Wo fülle ich das Zeug nach? Das ist aber ganz einfach und zwar gehen wir einfach mal auf die Beifahrerseite, gucken hier und sehen dort einen schwarzen Deckel. Und hinter diesem schwarzen Deckel ist ein Loch und da können wir das Wischwasser nachfüllen. Das heißt hier im Prinzip einfach nur hoch. Wir haben da so einen kleinen Filter drin, dass da halt kein Dreck reinläuft. Nehmen uns im Prinzip einfach unser Wischwasser und kippen das dann einfach hier so rein. So lange einfach reinlaufen lassen, bis es irgendwann überläuft. Da passt recht viel sogar rein, ich glaube irgendwie 4-5 Liter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel jetzt da drin war. Auf jeden Fall hat er noch keine Warnung rausgegeben. Ich fülle jetzt einfach nur provisorisch auf. So, jetzt ist er voll, oder? Ja, ein bisschen läuft nach. Gucken wir nochmal, wie viel jetzt hier wirklich reinkommt. So. Er läuft noch nach. Schön bis zum Anschlag. So, jetzt ist aber voll. Das heißt, Deckel zu. Und fertig. Und wenn wir schon mal dabei sind, machen wir natürlich hier einmal den ganzen Schmodder raus. Das ist das Problem, wenn man irgendwie unterm Baum parkt oder so, dann setzt sich hier alles zu. Ja, das heißt, wir nehmen das hier alles raus. Zack, so. Ja, irgendwelche Kirschen und so ein Zeug. Ja, weil das kann natürlich dann später auch alles hier so zusetzen. Wir sehen, da drunter haben wir auch noch ein paar Stecker und so ein Zeug und wir wollen ja nicht, dass uns das irgendwo die Abläufe verstopft. Ne, deswegen immer schön hier alles sauber machen, auch speziell hier, weil das geht schon ziemlich tief runter. Ne, schön das Zeug da raus. Auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche. Ja, einmal hier alles schön sauber machen. Und ja, wenn wir schon mal dabei sind, prüfen wir natürlich auch den Ölstand. Das ist natürlich jetzt wieder komplizierter, weil man sieht jetzt wieder natürlich kein Ölpeilstab oder so. Deswegen könnte man natürlich jetzt hier unter diese Verkleidung gucken. Die muss man einfach nur hochziehen. Die ist nämlich mit so Gummimöpsels hier dran. Ja, einfach ganz normal hochziehen und fertig. Und wie wir sehen, haben wir hier nirgendwo einen Peilstab. Ist auch nur ein 13er, deswegen ist der Motor auch so klein. Kein Peilstab, weil BMW möchte nicht, dass wir den Ölstand kontrollieren. Das wird nämlich im Display angezeigt und ich zeige euch gleich einmal im Display, wie ihr da den Ölstand kontrollieren könnt. Vorher aber die Abdeckung wieder schön drauf, ausrichten an dem Öleinfüllstutzen. Zack, und einfach nur mit der Hand drauf und ist alles fest. So, Motorhaube wieder zu. Und wir gehen rein ins Auto und gucken einmal zusammen nach dem Ölstand. So, um den Ölstand zu prüfen, machen wir einmal kurz die Zündung an. Das Radio aus. So, Zündung eingeschaltet. Je nachdem, wenn wir jetzt in diesem Menü sind,
können wir hier auf Fahrzeuginfo oder je nachdem, wenn das Ding zum Beispiel auf Navi ist oder sowas oder im Radiomodus, dann müssen wir einmal hier unten Menü drücken, gehen dann hier auf Fahrzeuginfo. In den Fahrzeugstatus rein und dann hier unten auf Motorölstand. Motorölstand ist in Ordnung, also er sagt jetzt nicht, dass man irgendwas nachfüllen müsste. Können natürlich hier nochmal den Motorölstand separat messen. Leerlauf eingelegt, Motor an und betriebswarm, Kupplung und Gas nicht betätigen. Also wir machen jetzt den Motor einmal an. So, im Leerlauf, jetzt können wir auch die Messung direkt mal starten. So, jetzt haben wir den Motorölstand geprüft. Der Motorölstand ist in Ordnung. Hier sehen wir, wie der Ölstand ist. Also hier ist Minimum, hier ist Maximum. Und wir stehen mit der grünen Linie näher an Maximum als am Minimum. Von daher können wir jetzt einfach davon ausgehen, der Ölstand ist in Ordnung. Da brauchen wir jetzt nichts weiter unternehmen. Dann können wir wieder ganz normal aus dem Menü rausgehen, ins Radio, den Motor ausmachen und sind in dem Fall damit durch. Ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kurz und knapp erklärt, wie man jetzt den Motorölstand prüft und wie man das Wischwasser nachfüllt. Wischwasser, wie gesagt, ganz normal über die Motorhaube. Motorölstand funktioniert nur übers Kombi-Instrument. Ja, abonniert diesen Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.